Dritte Etage. Okay, der Vorstück fährt nicht hinüber soll. Guten Morgen. Es freut mich, Sie mal vor Sonnenuntergang hier anzutreffen. Haben Sie bereits Ihre Akte für den heutigen Tag? Nein, leider nicht. Dann kümmern wir uns gleich darum. Es sind bereits einige Betten neu belegt worden. Ihre Aufgabe für heute sind freigeschaltet. Ah, Matteo hat gelernt. Matteo stand heute Morgen an der Bushaltestelle und hat nach Joghurt gerufen. Zuerst dachte ich, dass er einfach sehr gerne von Milchprodukten ernährt. Tatsächlich ist er aber bei der Müllabfuhr und hat an diesem Morgen einen kleinen Zwischenfall, fühle ich irgendwie. Datendownload. Aha, P31, dort 1302. Wir haben alle Hände voll zu tun, darum lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Unter anderem ist eine alte Bekannte von mir zu Gast. Sie liegt im Zimmer P31. Bitte sehen Sie mal nach ihr. Verlieren Sie aber trotzdem Ihre Aufgaben nicht aus den Augen. Verstanden? Ich freue mich im Anschluss wie immer über saubere Ergebnisse. Frohes Schaffen. Na dann. Giuliano? Was machst du denn hier? Finde ich, mein Bester. Ich habe heute Morgen meine Mutter hergebracht. Darf ich vorstellen? Das ist meine Mutter, Irma. Guten Morgen. Hallöchen. Sie ist auf dem Bürgersteig zusammengebrochen. Eine Art Schwächeanfall oder so. Das kenne ich gar nicht von ihr. Ich dachte, es ist sicher nicht verkehrt, mal eine Fachperson darauf schauen zu lassen. Alles klar, ich schau mal nach. Mama, hast du das gehört? Finny wohnt noch nicht lange in Pumpkin, aber ich habe ihn schon kennengelernt. Er ist sehr nett und ein super Arzt. Da habe ich aber großes Glück. Kann ich noch etwas tun, Finny? Hast du vielleicht noch ein paar Infos zu dem Vorfall heute Morgen? Ach so, ja, also meine Mutter und ich wollten uns zum Frühstück treffen. Sie wollte den sonnigen Morgen auskosten und zu Fuß gehen. Sie meinte, dass es vielleicht der letzte sonnige Tag des Jahres sein könnte. Der Weg ist nicht weit, aber sie wirkte sehr erschöpft, als wir uns trafen. Wir konnten uns kaum richtig begrüßen. Da sind ihre Beine bereits eingeknickt. Sie hat stark gehustet. Wir sind dann direkt hergekommen. Schade um das leckere Frühstück. Ich hatte so Lust auf arme Ritter mit Apfelmus und einen schönen starken Kaffee, schwarzen Kaffee. Danke, danke dir, Gigi. Ich weiß immer noch nicht, wie man das spricht. Giuliano. Ich denke, das reicht erstmal. Ich würde mir Irma mal anschauen. Okay. Mama, ich werde jetzt los. Ich bin mal im Gilberts. Lass es mich wissen, wenn du was brauchst, okay? Ich komm schon klar, Sohnemann. Kümmer dich lieber um unsere alte Kneipe. Ich ruf später mal an. Das würde mich freuen. Guten Morgen, Frau Die Kreimer. Wie fühlen Sie sich denn? Irma, bitte. Ich bin kein Fan von Höflichkeiten. Alles klar, Irma. Ich bin Finley. Ein schöner Name. Also, wie fühlen Sie sich? Meine Lunge schmerzt mehr, als ich es von ihr kenne. Es kommt mir schon mal
Das kommt schon mal vor. Können Sie mir noch mal erzählen, was heute Morgen passiert ist? Ich war auf dem Weg zu meinem Sohn, Jian. Es war so ein herrlicher Morgen. Es fühlte sich an wie der letzte Tag des Sommers. Auch wenn ich schon längst den Herbst riechen kann. Sie auch? Ja, ich auch. Die Farben der Bäume sind toll. Nach einigen Metern habe ich angefangen, schwer zu atmen. So eine Verschwendung der schönen Herbstluft. Ich konnte sie gar nicht richtig genießen. Meine Atmung wurde immer schneller. Ich hatte gerade den Marktplatz erreicht. Da wurde mir sehr schwummrig. Mir wurde schlecht. Meine Beine konnten mich nicht mehr halten und ich fiel auf den Asphalt. Das hat gescheppert. Die Fenster der Häuser haben gewackelt. Verstehe. Mir fällt dazu eine tolle Geschichte ein. Und vielleicht lieber an einem anderen Tag. Ich bin ziemlich erschöpft. Einverstanden. Ich lasse Sie auch gleich in Ruhe. Würden mir aber gerne noch ein paar Notizen zu der Diagnose machen. Aber selbstverständlich. Umso schneller wir eine Lösung finden, desto eher komme ich an meine Arbeiter. Nehmen Sie sich einfach zurück, das geht ganz einfach und fix. Diagnose. Finden die richtigen Kombinationen aus Symbolen. Ein blauer Strich zeigt dir, dass ein richtiges Symbol an der falschen Stelle ist. Ein grüner Strich zeigt dir, dass ein richtiges Symbol an der richtigen Stelle ist. Ein Symbol kann nicht mehrmals Kombination auftreten. Blauer Strich, grüner Strich. Aha. Willkommen zum Würdel. Fußhand. Und was war noch mit der Lunge? Vielleicht war es auch das Herz. Nee, warte, sie hat die Reihenfolge so machen. Die Beine haben eingeknickt. Überschwindlich. Ah, Lösung enthält Symbol. Fuß und vielleicht Magen. Oha. Aha, der Totenkopf war richtig. Der Kopf. Aha, also hier ist noch was falsch. Aha. Wir bauen an der richtigen Stelle. Wenn vier richtige schon mal haben, das wäre doch mal gut. Und drei haben wir schon mal. Wie war das mit Beinen? Ich werde das Bein mal hier hinstellen. Das Herz ist auf jeden Fall irgendwie falsch. Der Fuß an der richtigen Stelle. Abgeschlossen. Zu schlecht. Das ist seltsam. Was denn? Was haben Sie gefunden? Nichts Konkretes. Ich werde die Auswertung mal weitergeben. Wenn wir sie weiter beobachten, werden wir bald rauskriegen, was ihm fehlt.
Als erstes Mal halb so wild. Wir werden sie vorsorglich hier behalten. Ja, ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Nicht wahr? So sieht's aus. Ich freue mich, dass Sie meine Angst sind. Sie sind sehr nett. Vielen Dank. Ich werde mich bemühen, Sie schnell wieder fit zu bekommen. Wir sehen uns dann später, okay? Rufen Sie einfach, wenn Sie etwas brauchen. Wird gemacht. Danke Ihnen. Naja, das war ja... Das wäre nicht so gut. Finny. Hast du noch eine Minute für mich? Klar, was kann ich für dich tun? Ich weiß, dass sie bei dir in besten Händen ist. Mehr kann ich mir nicht wünschen. Wir kriegen immer schon wieder auf die Beine. Ich weiß, ich weiß. Ich gehe dann mal. Ich muss schließlich das Gilberts heute wieder öffnen. Und bitte nimm es mir nicht übel. Aber ich hasse Krankenhäuser. Der Geruch macht mich ein bisschen nervös. Dann sehen wir uns lieber das nächste Mal im Gilberts. Klar, komm gerne jederzeit vorbei. Wird gemacht. Wir schaffen es jetzt mal am Abend. So. Und runter 1. Frau Martin, wie fühlen Sie sich denn? Ich lag vor lauter Sorge wieder so lange wach. Ich habe an meine Tochter gedacht, unseren Streit. Wenn ich nicht schlafen kann, dann wälze ich auch die ganze Nacht Probleme. Aber es geht Ihnen, aber geht's Ihrem Magen denn wenigstens besser? Den Magen? Also jetzt, wo Sie sagen, dem geht's tatsächlich besser. Ja. Das ging doch schon ganz gut. Schlafschwierigkeiten können eine Nebenwirkung Ihrer Medikamente sein. Ich passe Ihre Medikation etwas an. Okay, Medikation anpassen. Wir brauchen mehr Orange und weniger Blau. Nee, das war zu viel. Weniger Orange. Oha. Orange haben wir jetzt richtig. Rot wie ich sehe auch richtig. Dann brauchen wir weniger Grün und mehr Pink. Also eine Menge Pillen. Jetzt keine Rot mit dabei. Ach, was soll's. Wird schon schief gehen. Behandlung abgeschlossen. C. Naja. So. Sie bekommen gleich neue Medikamente, die Ihnen im Schlafen helfen. Hier dieser Berg an Pillen. Das Magengespür bekommen wir in den Griff. Aber damit das so bleibt, müssen Sie Stress vermeiden. Das ist immer so leicht gesagt. Ich weiß. Nein, es ist ja gut, dass Sie mir das sagen. Dass ich das mal höre. Wissen tue ich das ja schon lange. Ich muss das jetzt wirklich mehr Acht auf mich geben. Nur wie? Wenn Sie gleich Ihre Tabletten bekommen haben, schlafen Sie jetzt erstmal. Danach kommen Sie dann bestimmt auf ganz neue Ideen, wie sie die Sache angehen können.
Danke, Herr Gott, Doktor. Ich mache heute irgendwie einen schlechten Job. Dann hoffe ich, dass jetzt irgendwie bei der 303 irgendwie einen besseren Job mache. Na, wie geht's dir heute? Es ist entspannt, Doc. Mir ist nur todlangweilig. Ich könnte kaum schlafen in der letzten Nacht. Ja, das glaube ich. Die Nächte in einem Krankenhaus sind lang. Sag's. Was macht denn der Husten? Schon viel besser. Das höre ich doch gern. Dann würde ich dich jetzt mal untersuchen. Einverstanden? Caro, muss ich was dafür tun? Du machst das schon. Alles super. Also lass uns mal nach der Lunge sehen. Sie meinen hören, oder? Was? Sie wollen doch nur nach meiner Lunge hören. Und dann werde ich jetzt operiert. Ich will nicht, dass man meine Lunge sieht. Ach so, hehe. Tut mir leid, das war vielleicht etwas ungeschickt ausgedrückt. Natürlich hören wir mal nach deiner Lunge. Puh. Okay, diesmal auch die Tasten drücken, die hier. Aha, okay. Verstehe. Jetzt verstehe ich die Aufgabe auch mal. Vielleicht schaffen wir es diesmal auch mal. Hm. Dann abgeschlossen. Ah. Hm. Was ist denn, Doc? Ganz erholt hat sich deine Lunge noch nicht. Ist das etwas Schlimmes? Nein, keine Sorge. Ich denke, wenn du noch diesen Tag ruhig im Bett bleibst, kannst du morgen nach Hause. Okay. Alles in Ordnung? Ja, schon. Ich wäre nun gerne heute schon nach Hause gegangen. Das glaube ich dir. Aber glaub mir, es ist besser, wenn wir dich noch bis morgen hier haben. Ja, vielleicht haben sie recht. Doc, kann ich Ihnen etwas beichten? Klar, was denn? Mein Husten war ganz schlimm in letzter Nacht. Hat mich die ganze Nacht wachgehalten. Und das hat auch ganz schön wehgetan. Es ist gut, dass du mir das gesagt hast, Larissa. Du kannst mir alles anvertrauen. Glaub mir, ich will auch, dass du so schnell wie möglich herauskommst. Okay, Doc. Danke. Haben Sie eine Idee, wie ich in die Langeweile vertreiben könnte? Wir haben im Pausenraum einen Fernseher. Wenn du Lust hast, setz dich gern dahin und mach's dir gemütlich. Da gibt es auch Tee und Kaffee. Ich mag keinen Kaffee, der ist viel zu bitter. Aber ich schau mal später, danke. Melde dich, wenn du etwas brauchst, okay? Nur noch der eine Tag, das schaffen wir. Ja, ich hier. Daran habe ich ernstzunehmende Zweifel. Wenn der Husten wehtut. Da habe ich ernstzunehmende Zweifel dran, dass das besser wird. Dass die morgen gehen kann. Ich bin durch, Dr. Kukowski. Das sehe ich. Dann lassen Sie mich doch mal sehen, was Sie so fabriziert haben. Ja, was das angeht. B, naja. Da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Ich kann erkennen, dass sie nicht grundsätzlich talentlos sind, aber es fehlt ihnen eindeutig an Disziplin. Brauchen sie sonst noch etwas? Nein, danke, aber die neue Patientin. Was ist mit ihr? Sie ist sehr freundlich. Ist das so? Die alte Frau, die Kalmar, ist sehr beliebt in Puppenheim. Aber ich kenne sie schon lange. Achten Sie gut auf sie. Sie werden ihre Behandlung übernehmen. Vernachlässigen Sie aber nie die anderen, nur weil Sie froh die Kalmar nett finden. Persönliche Belange dürfen Ihnen bei der Arbeit nicht im Weg stehen. Selbst wenn Sie eine Person den Tod nicht ausstehen können. Behandeln Sie immer nach bestem Wissen und Gewissen. Na klar, was sonst? Machen Sie jetzt mal Pause.
Ich werde derweil auch mal nach vor die Kämmer sehen. Verstanden, danke für Ihr Vertrauen. Hey Mia. Alles in Ordnung? Bist du durch für heute? Bin sogar doppelt durch. Müde? Ja, ich tue mich schwer, mich an den Schichtbetrieb zu gewöhnen. Wem sagst du das? Hast du heute schon etwas gegessen? Ich habe so Hunger. Nein, tatsächlich nicht. Warst du schon mal in der Cafeteria? Nicht zum Essen, aber vielleicht ist heute das wird ein guter Tag, das nachzuholen. Finde ich auch. Lass uns das tun. Bevor du es erwähnt hast, ist mir gar nicht aufgefallen, wie viel Hunger ich hatte. Jetzt kann ich an nichts anderes mehr denken. Das war eine Ferndiagnose. Wollen wir mal los? Bevor es nichts mehr gibt. Das war die richtige Antwort. Beeilen wir uns. Mir hängt der Magen schon wieder in den Knien. Ist das medizinisch überhaupt möglich? Stört bestimmt beim Laufen. Für nie. Okay, auf zur Cafeteria. Runter geht's. Und rein geht's. Und da geht's wieder raus. Was treibe ich hier? Was nehme ich denn? Hey Lisa. Ja, na, machst du gerade Pause? Wen hast du denn da mitgebracht? Kennen wir uns schon? Ich denke nicht. Ich bin Finley. Freut mich. Bist du wohl auch in der Inneren? Das wäre ja nichts für mich. Aber wenn ich mal was für dich rausschneiden soll, gib mir gerne Bescheid. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, was ich essen soll. Spricht dich keins von den Gerichten an? Doch, ganz im Gegenteil. Alle Gerichte klingen köstlich. Wirklich? Ja. Sergei ist ein Spitzenkoch. Mit seinen Messerkünsten könnte er glatt bei uns als Chirurg anfangen. Da bin ich ja mal gespannt. Geht ruhig vor. Ich brauche noch einen Moment, um mich zu entscheiden. Alles klar, danke. Was darf es sein? Hä? Was gibt's denn? Kunst. Hier gibt es kulinarische Kunst. Sucht euch einfach euer Kunstwerk aus und ihr werdet auf eine wilde Reise geschickt. Lass mal auf, bitte kläglich an der Nase zu kratzen. Ohne euren persönlichen Geschmack beeinflussen zu wollen, empfehle ich mit Nachdruck den Ananas-Wrap. Die Süße der gelben Frucht in der Verbindung mit knackigem Feldsalat und eingelegten Artischockenherzen. Ein Hochgenuss. Also nochmal. Was darf sein? Was möchtest du mir? Uff. Es ist mir ganz egal. Such du etwas aus. Ich würde gerade alles essen. Okay, ich hätte gern anderswo Pasta cum laude, das Sesamsorbet, die Tomatentarte, Ravioli mit Marsch, Honka-Soße, Meeresalz, Müsli. Und die Pasta, das klingt. Die ist leider aus. Da kann ich nichts machen. Meine Gerichte sind halt zu begehrt. Darf es was anderes sein? Dann die Ravioli. Die sind leider aus. Kann ich nichts machen. Dann halt. Das ist leider aus. Kann nichts machen. Lass mich raten. Das ist leider aus. Ich hab's schon so gedacht. Und dann halt das einzige, was es hier gibt. Ah, der Anders-Rap. Gute Wahl, damit beweist ihr Geschmack.
Guten Appetit auch bei den Haut rein. Und sie kann sich nicht zwischen Underswap und Underswap entscheiden. Na, was ist hier los? Wie ist das so? Rap? Puh, ganz interessant, schätze ich. Wie findest du ihn? Ich bin ehrlich, ich kann Ananas nicht leiden. Aber ich wollte mich nicht beschweren. Und ich war so hungrig, dass es mir egal war. Aber ich meine eigentlich, wie es so auf der Arbeit ist für dich. Wir haben beide erst vor ein paar Wochen hier angefangen. Und mir ist gerade aufgefallen, dass wir noch gar nicht über unsere Erfahrung gesprochen haben. Manchmal hilft das, sich selbst zu reflektieren, meine ich. Sagen meine Eltern immer. Stimmt, irgendwie hatten wir noch gar keine Gelegenheit. Also ich glaube, ich mache das St. Ursula. Ich kenne ja noch nicht so viele Krankenhäuser, aber ich denke, wir haben es gut getroffen. Ja, vermutlich. Und die Belegschaft ist echt nett. Das ist sie. Aber Dr. Kukowski kann ganz schön fies sein. Ich habe auch das Gefühl, dass sie mich gefressen hat. Aber ich werde sie schon noch überzeugen. Bestimmt. Ich wäre nur gern pünktlicher. Immer wenn ich hier angehetzt komme, bist du schon lange da und vorbereitet. Da muss ich dann arbeiten. Ja. Also okay. Du musst den Brad nicht aufessen, wenn er dir nicht schmeckt. Also ich. Mahlzeit, meine liebe Kollegin, mein lieber Kollege. Auch Mahlzeit. Schmeckt es Ihnen CGs Küche? Ganz gut soweit. Ja, ganz gut. Schön, so muss das sein. Ich freue mich, wenn die Belegschaft gut versorgt ist. Mir ist es nicht entgangen, dass ich die Gelegenheit verpasst habe, mich neulich vorzustellen. Der Anlass war aber sicher auch nicht der beste. Darum möchte ich das jetzt nachholen. Mein Name ist Roman Heydrich und ich bin die leitende Geschäftsführung des St. Ursula Krankenhauses. Ich versuche, den Betrieb so gut es geht in Schuss zu halten und versuche dabei den Wünschen des werten Chefarztes Dr. Theobald und der Belegschaft gerecht zu werden. Oberste Priorität ist das Wohl der Leute, die mit Leiden zu uns kommen. Das war es schon von Beginn an und so wird es auch immer sein. Wir sind beide neu hier. Darum war es mir wichtig, Ihnen das persönlich mit auf den Weg zu geben. Besonders da Sie teils in einem schweren Start bei uns hatten. Ich nehme Ihnen den Vorfall mit Herrn Anders nicht übel. Sind Sie neu und Fehler passieren. Und ich sehe keine Schuld in Ihrem Handeln. Sie wollten nur das Beste für den Patienten. Sogar so sehr, dass sie ihre eigene Gesundheit aufs Spiel gesetzt haben. Trotzdem mussten wir ihm entsprechend entgegenkommen. Ist nun in der besten Kuranstalt des Landes und wird dort hoffentlich schnell wieder fit. Das freut mich. Ich hoffe, dass es ihm schnell besser geht. Nun, genug von der Sache. Lassen Sie uns nach vorne schauen und das St. Ursula Krankenhaus weiterhin zu einem Ort der Heilung machen. Ich bin froh, dass Sie beide hier sind. Das ist es, was ich Ihnen sagen wollte. Ich muss dann auch weiter. Wollen Sie gar nichts essen? Nein, vielen Dank. Das habe ich bereits vor einiger Zeit erledigt. Und die Arbeit schläft nie. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen ausreichenden Appetit. Frohes Schaffen. Das war interessant. Allerdings. Bist du fertig? Ja, spätestens nach diesem Auftritt. Dann lass uns wieder hoch auf die Station. Herr Heydrich hat schon recht. Die Arbeit schläft in diesem Krankenhaus nicht. Okay, dann lass uns los.
Oha. Mein Zimmergenosse und ich haben uns in der Zeit hier angefreundet. Lässt es sich hier deutlich besser aushalten. Ah, ich sehe zwei glückliche, satte Gesichter. Sagt es mir, wie fandet ihr die geschmackliche Reise? Versucht sie in Worte zu fassen. Es war lecker, ganz lecker. Yum. Ah, sehr gut. Ich freue mich, den Leuten meiner Sphäre an meiner Welt teilhaben zu lassen. Niest es, genießt. Krankenhausfraß. Yay. Thank you.